Hallihallo Freunde und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Let's Go Evoli. In der letzten Folge haben wir uns den zweiten Orden erkämpft, haben blau getroffen, haben ein Team Rocket Mitglied vermöbelt, wir haben viel gemacht. Und jetzt fangen wir dieses Pummeluff, weil wir es können. Jetzt sind wir auf dem Weg nach Urania City. Es fliegt einfach weg! Oh, der ging voll in die falsche Richtung. Motion Controls, bitte, dankeschön. Ich glaube, ich darf nicht so hektisch, so schnell werfen. Ich darf meinen Joy-Con nicht so viel bewegen. Nee. Würdest du bitte einfach nicht, danke. Bleib einfach drin. Ich will dich doch eh nur, um dich zu fangen und nicht, weil ich dich irgendwie ins Team aufnehmen will, weil du ein Kack-Pokémon bist. Dankeschön. Ich werde übrigens, wo ich gerade hier die Vulpix gesehen habe, ich werde mir vermutlich ein Fukano ertauschen. Weil ich auf meinem Hauptspielstand schon mit Vulpix gespielt habe. Und, ich finde Arcani wesentlich cooler. Gibt's leider nur auf Let's Go Pikachu. Hab ja aber zum Glück ein paar Freunde, die Let's Go Pikachu haben. Das heißt, vielleicht nach der Folge, vielleicht nach der nächsten. Je nachdem, wann jemand da ist, wann jemand erreichbar ist. Knofenser gegen Glumanda ist übrigens nicht gut, habe ich gehört. Werd ich mir ein Fukano ertauschen? Komm, Pikachu, du machst es schon. Ich glaube an dich. Autsch, das tut ein bisschen weh. Ach, komm. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Siedewasser direkt beim ersten Mal verbrannt. Glut direkt beim ersten Mal verbrannt. Hier kriegt ein Doppelkick in dein Gesicht. Okay, das war ein Volltreffer. Gut, irgendwie macht das keinen Schaden. Gut, wie gesagt, die Verbrennung, die senkt ja auch noch unseren Angriff. Das ist, auch noch so ein kleiner Faktor. Aber wir machen irgendwie überhaupt keinen Schaden. Da sei paralysiert, da kriegst du auch eine Statusveränderung. Ah, und die Verbrennung besiegt's jetzt. Natürlich. Okay, das heißt, du willst Krieg. Habe ich das richtig verstanden? Glumanda. Ich habe das richtig verstanden, oder? Es war eine Knisterladung in dein Gesicht. Achtung, wieder verbrannt? Nein, ausnahmsweise nicht. Dann machen wir das ganz schnell mit dem Ruckzuckhieb fertig. Geh weg, Glumanda, geh weg. Irgendwie läuft bei mir immer alles schief. So, und wir sind in Urania City. Die Trainer werde ich wie gewohnt wieder offscreen machen. Wir kommen dem Pokémon Center. Wir halten deine Pokémon und machen sie wieder fit. Schwing! Ding, dö, dö, ding. Wundervoll. Wir sehen uns bald wieder. So, was machen wir als erstes? Wir können in den Pokémon-Fanclub gehen. Der ist hier. Da können wir uns... Die Bilder sind schön. Die Bilder sind echt schön. Das da ist toll. Oh. Und wieder das Ditto-Kissen. Warum haben wir so viele Menschen so ein Ditto-Kissen? Oh mein Gott, das ist so süß. Wir können uns von dem alten Mann zuquatschen lassen. Vor dir sitzt der Vorsitz des Pokémon-Fanclubs. Mehr als 100 Pokémon habe ich bereits gefangen und kein Ende in Sicht. Wenn es um Pokémon geht, kann ich quasi wie ein Wasserfall. Also bist du hierher gekommen, um was über meine Pokémon zu erfahren? Ja, erzähl uns mal. Bla bla bla, Galoppa, Liebling, süß, klug, bla bla, fake, glatt, majestätisch, bla bla.
Verstehe schon, bla bla. Wenn es schläft, ganz warm, bla bla. Einfach wunderschön, oh ja, bla bla. Ich liebe es. Oh, KSK. Oh, wie schnell die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat. Danke, dass du mir zugehört hast. Und wir bekommen ein Evoli-Set. Das ist ein, das sind Ausrüstungsgegenstände. Damit können wir uns wie Evoli kleiden. Quasi. Nur, dass wir ein Mensch sind und kein Pokémon. Richtig. Ansonsten. Gab's hier noch was? Ich meine, im Originalspiel konnte man sich hier Porenta tauschen. Was kann man hier nicht mehr? Oder war das in Feuerrot, Blattgrün, wo man da Porenta gekriegt hat? So, wir könnten zum einen mal hier nach rechts schauen. Knofenza hat was gefunden. Ah. Okay, es guckt sich nur die Blumen an. Ah ja, hier haben wir den Dickda-Tunnel. Damit kommen wir theoretisch zurück nach Marmoria City. Wir haben hier eine Route mit ganz vielen Trainern und Items. Und noch mehr Trainern. Vermutlich werde ich auch gleich gegen den einen oder anderen hier kämpfen. Und dann heißt die nächste Haltestelle MS Anne, würde ich sagen. So, wir kämpfen erstmal gegen dich. Gegen den Elektriker Dennis, was auch immer der mitten auf dem Feldweg macht. Gab wohl eine Leitung zu verlegen. Wobei, Moment. Ich hab da, mir kommt da gerade eine Theorie. Die muss, ich darf die nicht vergessen, dass ich euch gleich erkläre. Hier sind ja mehrere Elektriker, ne? Das Knofenzer, Voltoball natürlich schneller als wir. Weil wir paralysiert sind, Mann! Aber es reicht trotzdem. Wunderbar! So, hier auf der Route haben wir ganz viele Elektriker. Da oben steht auch noch eine rum. Und wir haben, Moment, ich öffne mal ganz kurz die Karte. Wo habe ich die Karte? Da ist die Karte. Wir haben hier oben ist das Kraftwerk. Das heißt, wenn logischerweise die Stromleitungen unter den Straßen verlegt sind, dann müssten die ja hier entlang verlegt sein. Beziehungsweise hier ist so eine Brücke, aber dann sind die ja theoretisch trotzdem hier so verlegt und dann hier. Das heißt, die arbeiten gerade an der Stromleitung für Orania City. Ergibt Sinn, oder? So, wir schnappen uns noch das ein oder andere Item. Superbälle. Das finde ich voll Superball. Rennen hier durch, ohne uns von irgendeinem wilden Pokémon erwischen zu lassen. Rennen hier durch und lassen uns von Radfratz erwischen. Ich will dich aber tatsächlich nicht. Dankeschön, tschüss. Dich will ich. Ein Lockparfüm. Schön, schön. Man gönnt sich ja sonst nichts. Und dann würde ich behaupten, nächster Halt MSN. Oder MS Anne. Ich nenne sie MS Anne, weil sie im Deutschen auch so heißt. So. Willkommen auf der MS Anne. Warte, hast du überhaupt ein Ticket? Natürlich habe ich ein Ticket. Vielen Dank, willkommen an Bord. Herzlichen Glückwunsch, du bist der 100. Passagier, der heute an Bord geht. Dafür bekommst du diese Souvenirs. Mit diesem frechen Outfit kann man die frische Meeresbrise gleich viel besser spüren. Ah, wir bekommen das Matrosenset, das ich auf Evoli wahnsinnig süß finde. Klamottenkoffer, Outfit für Evoli wählen. Und das Matrosenshirt, ich finde es so süß. So, und drauf auf das Schiff. Jetzt drauf auf das Schiff.
Es ist so groß. Oder ich bin so klein. Ist immer schwer auszumachen. Hier sind auch... Achtet mal auf die Bilder, wie viele Details da einfach drin stecken. Da links seht ihr zum Beispiel einen Muschas, rechts seht ihr einen Jurob, einen Jugong. Oh, ich wollte nicht raus. Ich wollte nicht. Geh bitte wieder drauf aufs Schiff. Danke, Entschuldigung. Ich wollte nur das Bild zeigen. Aber ich glaube, wir haben noch bessere Situationen, in denen wir die Bilder sehen können. Taro, da bist du ja endlich. Danke nochmal fürs Ticket. Dieses Schiff ist echt gigantisch. Es wimmelt nur so von Trainern. Sieh an, das ist ja Taro. Ach, und Blau auch, wo man sich überall über den Weg läuft. Hallo, Gary. Machst du auch eine Kreuzfahrt? Nee, ich bin nur zu einer Party auf dem Schiff eingeladen. Ich mache mich aber schon wieder vom Acker. Auf der Party gab es eine Menge Souvenirs zu ergattern. Hier, ich gebe euch gern was ab. Ein Yantara-Sable. Eine Sache noch. Auf der Party habe ich schlimme Gerüchte aufgeschnappt. Sagt euch Team Rocket was? Ganz fiese Typen. Ganz fies. Kannst du laut sagen. Mittlerweile hört man ja überall von ihren üblen Machenschaften. Jedenfalls scheint Team Rocket eine gefährliche Organisation zu sein, die Pokémon ausnutzt, um Profit daraus zu schlagen. Und das ist ja wohl echt das Letzte. Ich werde mir die Loser mal aus der Nähe ansehen. Ihr zwei passt gut auf euch auf, verstanden? Man riecht sich. So. Hallo, Blau, lässt du mich bitte vorbei? Hier ist irgendwo eine Kabine, in der wir uns heilen können. Und der nicht? In der nicht? Draw me like one of your French girls. Ich gehe dann mal wieder. War das direkt hier? Ich glaube ja. Sie ist müde aus. Ruh dich doch am besten kurz aus. Ja, richtig. Denn auf die MS Anne, wenn die weggefahren ist, kommen wir hier nicht mehr drauf. Das heißt, was wir erledigen wollen... Sollten wir jetzt direkt machen, bevor wir die Hauptquest hier abgeschlossen haben. Ich werde noch einen Trainer besiegen, dann werde ich offscreen ein paar Trainer machen. Mal schauen, aber nicht alle. Werden wir dann mal sehen. Robert. Mit seinem Fukano, ich will auch einen Fukano. Ah, ich möchte jetzt Fukano. Ich schreibe gleich alle Leute an, die Pokémon Let's Go Pikachu haben, dass ich Fukano will. Jetzt sofort. Ich setze mal Habitag ein. Du schaffst das. Uff. Das ist etwas viel Schaden, den du da machst. Uncool. Oh, wir machen hier überhaupt keinen Schaden. Das war keine gute Idee, Habitag einzusetzen. Habe ich gerade festgestellt. Weiß nicht, wie ich drauf komme. Nein, Pikachu sollte ich auch nicht einsetzen. Evoli, mach. Mach das. Bist ja eh so hart overpowered. Wobei? Und drück ihm einen Doppelkick ins Gesicht. Ah, macht nicht so viel Schaden. Aber Glut wird uns auch nicht so viel Schaden machen. Da nehmen wir die Knisterladung. Nee, immerhin ist es paralysiert. Irgendwie läuft das noch nicht so ganz. So, ein Ruckzuckhieb zum Finishen. Oder auch nicht. Gönn dir die Top-Genesung. Was ist das denn? Kommen wir denn da hin? Ich glaube, es geht los. Wir benutzen hier doch keine Bonzen-Items. Naja, aber trotz allem kann Fukano da nicht viel gegen unser Evoli anrichten. Evoli ist einfach too strong. Strong Evoli. Wunderbar. Schwing! Und er ist besiegt. Du hast wirklich keine Manieren. Du hast mich herausgefordert, nicht andersrum.
Mensch. Manche Menschen nehmen sich echt was raus. Ne, dann hoffe ich, dass die Folge euch soweit gefallen hat. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben da. Würde mich sehr freuen. Um keine weiteren Folgen zu verpassen, abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.